Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Fische-Video für den Mai. Schauen wir mal, was ihr für ein Thema habt. Oh, der Vertrauensbruch. Ja, beim Vertrauensbruch muss es sich nicht unbedingt um Fremdgehen handeln, sondern einfach um jede Art von Vertrauensbruch einfach. Muss auch nicht in einer Paarbeziehung sein. Ja, im Übrigen empfehle ich dir auch noch, dein Video für deinen Aszendenten anzuschauen. Das ist sicherlich auch noch recht spannend. Ja, dann schauen wir mal, was es noch zu sagen gibt. Ich verwende hierfür die Lennemore-Karten. Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Da fällt schon die erste Karte, der Herr. Und diese Karte steht in den Allgemein-Readings für dein Gegenüber, für eine dir wichtige Person, oftmals sogar für deinen Partner oder deine Partnerin. Also unabhängig vom Geschlecht. Der Mond. Der Mond ist eigentlich eine sehr gute Karte. Er steht in der Regel für Erfolg und für tiefe Gefühle, für angenehme Gefühle. Eine Karte bitte für meine Fische. Die Wege. Ja, die Wege. Du siehst es schon, wenn du den Weg vorangehst, du triffst auf diesen Zaun, dahinter sind die Bäume. Es geht rechts rum oder links rum und du musst hier einfach eine Entscheidung treffen. Oder stehen bleiben. Aber das wäre halt keine günstige Sache. Eine Karte bitte für meine Fische. Die Engelsflügel. Super, besser hätte es ja nicht sein können. Ja, die Engelsflügel, die zeigen immer an, dass du Schutz hast, dass du geführt wirst, dass es zu guten Zufällen kommt. Schauen wir mal weiter. Was gibt es noch zu sagen? Entschuldigung, meine Stimme versagt heute. Der Hund. Super. Ja, der Hund zeigt auch Freundschaft, Treue, Hilfe, Vertrauen. Alles so wirklich sehr schöne Eigenschaften an. Die Hände. Ja, hier geht es ums Handeln bzw. ums Loslassen, auch um Verantwortung, je nachdem. Zwei Karten. Der Blumenstrauß und die Ringe. Also der Blumenstrauß ist immer ein Grund zur Freude und die Ringe, die stehen. Ja, meist für Verbindungen, für Verträge, für Regeln. Schauen wir mal weiter. Der Bauch. Der Bauch steht für Pläne. Jetzt legen wir doch gerade noch eine an den Bauch dran, dass wir da noch ein bisschen was dazu wissen. Eine Karte bitte. Eine Karte bitte. Es will keiner rausfallen. Eine Karte bitte zum Bauch. Jetzt. Der Park. Der Park steht für das, was draußen ist. Außerhalb von einer Beziehung, einer, ja,
außerhalb von dir, für die Öffentlichkeit, für eine Menschengruppe. Ja, super. Schauen wir uns das mal im Ganzen an. Und ich deute ja jetzt aus der Situation, wenn ich jetzt sage, ist der Zeitpunkt Mai gemeint. Jetzt ist zwar noch April und ich lade das Video auch noch im April hoch. Nur, dass du Bescheid weißt, wenn ich von der jetzigen Situation spreche, dass du weißt, es bezieht sich auf den Mai. Ja, hier geht's ums verantwortungsbewusste Handeln. Bei einigen von euch geht es allerdings auch ums Loslassen. Ja, ich spüre nämlich, dass das so geteilt ist. Bei einigen ist es so, dass der Vertrauensbruch von euch begangen wurde und bei anderen ist es so, dass der Vertrauensbruch von einer anderen Person begangen wurde. Da teilt es sich gerade so ein bisschen. Ja, aber eben eigentlich ist das Thema auch Verantwortung zu übernehmen für das, was getan wurde. Wenn man das Vertrauen gebrochen hat, dann auch dafür gerade zu stehen, die Verantwortung zu übernehmen. Darum geht es eigentlich. Ja, euer Gegenüber ist natürlich da rein involviert. Und ihr denkt da sehr viel an euer Gegenüber zu diesem Thema. Ja, ich sehe auch bei euch sehr stark, dass da noch starke Gefühle da sind. Dass, ja, dass ihr irgendwie auch hofft, dass es da noch in irgendwie, also bei einigen von euch wird es sein, dass ihr das hofft, beim anderen wird es sein, dass es vom Partner aus so ist, dass der Partner hier, also es muss sich hier nicht um eine Liebesangelegenheit handeln, wenn ich Partner sage, es kann auch ein Geschäftspartner sein. Es ist in jedem Fall eine Person, die euch wichtig ist. Sonst würde das hier nicht so klar angezeigt werden. Ja, es kann eben auch euer Partner sein, der hier noch diese starken Gefühle hat und gerne möchte, dass es erfolgreich wird. Jedenfalls steht für dich eine Entscheidung an. Und du sollst dich auch hier entscheiden. Ja. Hinter deinem Rücken, im verborgenen Bereich, da wirken die Engelsflügel. Das heißt, da gibt es eine Art Schutz. Du wirst geführt. Es kommt zu günstigen Zufällen. Ja, du bist einfach beschützt, sagen wir es mal so, aber du bekommst es nicht mit. Ja, die nahe Zukunft, da sehe ich, dass hier wieder Vertrauen aufkommt. Es kommt Vertrauen auf. Es gibt wieder Grund zur Freude. Es gibt neue Regeln. Für den einen oder anderen kann sich's auch direkt wirklich auf eine Be Liebesbeziehung beziehen, dass es da einfach wieder, ja, dass man wieder die Verbindung zueinander findet. Es gibt dann, das Ergebnis sind einfach wieder Pläne.
Aber diese Pläne sind in der Öffentlichkeit, also im Außen. Es kommt zu Plänen im Außen, dass man da was machen möchte. Für die einen oder anderen bekomme ich das auch ganz klar, dass es einfach, dass ihr gemeinsam plant, einfach auch wieder, dass jeder seinen Freiraum bekommt, dass man mehr nach draußen geht. Es wird einfach bei euch, bei jedem so ein bisschen anders sein. Und ich spüre auch schon, dass dieses Reading speziell ist und einfach nicht auf alle Fische zutrifft. Gerade deshalb eben ist es auch sinnvoll, wenn du noch das Video zu deinem Aszendenten anschaust. Ja, schauen wir mal, was es noch für einen Rat von den Karten für dich gibt. Liebe Fische, ein Video macht viel Arbeit und ich wäre sehr froh, wenn du mich unterstützt mit einem Abo. Das ist für dich vollkommen kostenlos und unverbindlich, aber mir hilft es enorm weiter. Wenn du nebendran auf die Glocke drückst, bekommst du jedes Mal einen Bescheid, sobald ich ein Video hochlade. Und es macht deshalb Sinn, weil YouTube nicht immer alle neuen Videos von mir anzeigt. Ja, und der Daumen hoch. Gib mir doch bitte ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Das ist auch sehr wichtig für mich. Ja, und natürlich jeder Kommentar, wenn du mir denn einen schreiben willst, wie sich das bei dir manifestiert. Ich spüre einfach, dass es diesmal sehr speziell ist, dieses Reading. So, ein Rat bitte für meine Fische. Gibt es noch etwas für meine Fische? Es liegt an dir. Okay. Ja. Es liegt an dir und ich sehe hier auch, du bist der beziehungsweise diejenige, die sich hier entscheiden muss, wo die Entscheidung gefordert wird. Ja, es liegt an dir. Und was ich auch noch zu dieser Sache sagen möchte, nichts ist in Stein gemeißelt. Wenn ich die Karten lege, dann ist es eigentlich immer so, dass man eine Situation hat und so wie die Dinge aussehen, wenn es so weitergeht, endet es so. Man hat in der Regel immer die Möglichkeit einzugreifen. Es gibt wenige Ausnahmen, wo man nicht eingreifen kann. Aber gerade wenn man sich entscheiden kann, dann kann man die Dinge auch beeinflussen. Also, die Zukunft ist nur bedingt festgelegt, in manchen Zügen. Vieles haben wir selbst in der Hand. Liebe Fische, vielen Dank, dass du dieses Video angesehen hast. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.